Hallo ihr Lieben, ich befinde mich gerade in einer nicht ganz so komfortablen Lage, neben dem, dass ich anscheinend gerade krank werde, was in Zeiten von Corona-Virus-Kram immer ein kleines Geschmäckle hat oder Unbehagen auslöst, zusätzlich zu dem, dass man da vielleicht auch einfach sich etwas erkältet hat. Bin ich auch deswegen in einer unangenehmen Lage, weil mir heute so durch den Kopf schoss, dass ich sozusagen selber langjährig eine Praxis in meinem Leben betrieben habe, die ich eigentlich nur bedingt weiterempfehlen kann. Vor allem, wenn man guckt, wohin sie führt, wohin sie einen führt, in welche Lage sie einen dann am Ende bringt, oder was heißt am Ende zwischendrin. Und zwar das, was eigentlich viel, wie soll man sagen, empfohlen wird von allen möglichen Seiten, nämlich sich selber zu hinterfragen und zu reflektieren. Also, ob man mir das abkauft oder nicht, ich habe damit relativ früh begonnen, wahrscheinlich ungesund früh. Und das in einem Ausmaß betrieben, persönlich, der also wahrscheinlich als exzessiv bezeichnet werden muss. Also ich permanente Selbsthinterfragung der eigenen Denkmuster war lange Zeit mein zweiter Vorname. Mittlerweile nicht mehr ganz, aber so, und das hat eben auch Gründe. Also wenn man selber sich angewöhnt, also auch alles Mögliche, was einem durch den Kopf schießt, sich nochmal anzugucken und auch die Frage zu stellen, muss das so, kann man das auch anders denken? Ist eigentlich das Problem weniger, womit man mit sich selber gerät. Das lässt sich relativ gut handeln, nach meiner Erfahrung. Also damit kann man, das macht einen auch, wie soll man sagen, vielleicht manchmal ziemlich verwirrt und manchmal übertrieben offen. Es macht aber einen durchaus auch ziemlich frei. Das Problem, was eher entsteht, ist halt sozialer Natur, zwischenmenschlicher Natur. Also in einer Gesellschaft, in der die allermeisten Menschen diese wahnsinnige, nenne ich sie mal, Praxis selbst nicht betreiben, sich selbst derart zu hinterfragen, bringt einen in sehr, wie soll man sagen, unangenehme Situationen. Also die Frage ist ja auch, wir sind ja alle soziale Wesen, ob man nicht, wenn man bestimmte, also wie soll man sagen, auch Lebensentscheidungen trifft, auch Praktiken betreibt, die ja doch, wie soll man sagen, nicht ganz so verbreitet sind, ob man sich damit den wirklichen Gefallen tut. Also wir lästern zwar viel so gegen den Herdentrieb bei Menschen und so, aber wenn man dem nicht folgt, ist es halt sehr interessant, was mit einem passiert. Ja, und wenn man sich also sehr weit von so Gruppendynamiken und Gruppenzwängen fernhält, also auch ständig reflexive Distanz hält zu dem, was einem da so angeboten wird und was einem da so auch anbietet, dass man sich da hineinreißen lässt, am Ende ist man halt trotzdem ein soziales Wesen und findet sich dann in sehr merkwürdigen Gefühls- und Kommunikationslagen wieder. Also ich will jetzt gar nicht auf das Konkrete eingehen, was mir in den Kopf schießt. Vielleicht mache ich da noch Videos zu, vielleicht lasse ich es. Also ich ringe gerade mit mir, ob ich da konkreter werden will, was mich da gerade sehr beschäftigt. Es ist halt schon, also sich sehr weit vom Common Sense und vom Konsens, der so wahrnehmbar ist, zu entfernen oder bestimmte Fragen aufzuwerfen, die sich aber sonst keiner stellt, ist nur bedingt eine angenehme Situation. Man kann sich natürlich gerieren als irgendwie, ich habe die Wahrheit erkannt und die anderen nicht. Man kann sich gerieren als, wie soll man sagen, ich habe den Durchblick und andere nicht oder so Kram, aber das ist ja, sag ich mal, auch ein bisschen altertümlich, diese Haltung. Ja, also sich da selber zu irgendwas zu stilisieren, ich bin jetzt der Retter von irgendwas, mir scheint das nicht sonderlich gesund zu sein, offen gesprochen. Und wir haben halt Verhältnisse, wo zum Beispiel, also wenn man jetzt mich fragen würde, was ich für gesund halte, es in die Richtung geht, naja, wechselseitige Aufklärung und eben Kommunikation auf Augenhöhe, wo man eben Dinge gemeinsam von verschiedenen Seiten betrachtet, das scheint mir relativ gesund. Und in solchen Prozessen hat dann halt tatsächlich niemand die Wahrheit gepachtet, sondern idealerweise sind alle Beteiligten relativ offen dafür, was eben auch andere Leute wahrnehmen und was die Situation für andere Leute bedeutet. Und aber auch genauso, was sie für einen selber bedeutet. Da gibt es ja auch in solchen Prozessen neue Dinge zu entdecken, also Dinge, die einem selber noch gar nicht aufgefallen sind. Einsichten, zu denen man selber kommt, die also man nicht von anderen hat, also wo man sich nicht anstecken lässt, sondern die sich halt ergeben im Zuge des Austausches. Also tatsächlich neue Einsichten, neue Erkenntnisse. Das ist in so einem Austausch auf Augenhöhe, ist sozusagen nicht nur drin, sondern ich würde sogar sagen, der Regelfall. Das ist ganz Normalbetrieb, dass das dann ständig passiert. Das erscheint mir relativ gesund, sich weit zu entfernen vom Mainstream und jetzt irgendwelche Außenseitermeinungen mit Nachdruck zu vertreten.
Also das mag irgendwie vielleicht innovationsförderlich sein, ich weiß es ja nicht. Gesund scheint es mir nicht zu sein für uns Menschen. Also es tut, glaube ich, Menschen nicht wirklich gut. Weder den Leuten, die das betreiben, noch den Leuten, die dann solchem missionarischen Eiferertum ausgesetzt sind. Das ist ja schon von der Grundkonstellation ziemlich unentspannt. Ja? Und wo es also ziemlich unentspannt ist, passieren halt nur selten gute Dinge. Ja? Also zumindest meine Wahrnehmung und Einschätzung. So, also um nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukommen, dieses sich selbst hinterfragen, selbst reflektieren, wird zwar viel im Munde geführt, aus meiner Sicht betreiben das aber relativ wenige Menschen mit einem hohen Intensitätsgrad. Man fordert es immer von anderen, man selber macht es aber in der Regel nicht. Und wenn man es doch tut, findet man sich also in sehr unangenehmen Lagen wieder, wo dann wirklich die Frage ist, wie man sich zu anderen Menschen in Verhältnis setzt. Also, zum Beispiel meine Grundtendenz ist oft mittlerweile, ich kapsel mich halt ab. Also, wenn ich merke, das, was ich meine und das, was andere Menschen um mich herum meinen, ist so weit auseinander, dass wir jetzt also eigentlich einen längeren Verständigungsprozess starten müssten miteinander, wenn wir da zusammenfinden wollten, für den oft auch gar nicht die Zeit und gar nicht der Raum und auch gar nicht die Kraft und die Ressourcen da sind, dann ist halt mittlerweile meine Reaktion oft, dass ich mich dann einfach zurückziehe. Und das ist zwar schmerzhaft und es fühlt sich oft auch an wie Davonlaufen oder wie Feigheit und ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht anfange, mich selber zu geißeln und mich da selber fertig zu machen dafür, was ich da tue. Mir scheint es aber tatsächlich eine der bestmöglichen Reaktionen zu sein darauf. Also tatsächlich gar nicht trotzig oder gar nicht, wie soll man sagen, passiv-aggressiv oder so, sondern es ist eine schlicht und weich einfach eine Abwägung. Belohnt sich das jetzt hier einzusteigen? Und ist also gibt es auch überhaupt den Raum dafür, gerade in diesen Klärungsprozess einzusteigen? Und oft, zumindest in meiner Wahrnehmung, gibt es den halt nicht. Früher bin ich noch, als ich etwas jünger war, noch also sehr offensiv dort eingestiegen und habe dann halt meinen Mund aufgemacht. Das hat sich aber in der Regel dann von dem, was man dadurch bewirkt, selbst wenn man da experimentiert, ich kann es so auftreten, so auftreten, so auftreten, ich kann es auf diese Weise sagen, auf diese Seite, fühlt sich im Ergebnis, zumindest nach meinen Erfahrungen, oft dann nicht ganz so gut an. Man bewirkt halt selten das, was man gerne bewirkt hätte. Es ergeben sich daraus selten Verhältnisse, die man gerne hätte. Und also ein Schluss kann dann auch einfach sein, zu sagen, das einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass andere Menschen halt da einfach an einer anderen Stelle stehen, dass die sich, sag ich mal, freundlich auf eine andere Weise behumsen, als man sich selber behumst, also sich andere Geschichten erzählen über ihr Leben und über das Zusammenleben, als man sich die selber erzählt. Und dass da vielleicht auch gerade einfach keinen gemeinsamen Nenner gibt, zumindest nicht in der Situation. Das gilt, wie gesagt, in vielen sozialen Konstellationen. Ich habe glücklicherweise, vielleicht kann ich es auch nur deswegen so sehen oder so einschätzen, habe viele auch andere, also das habe ich halt gerade viel auch familiär und beruflich, also dass ich viel auch das Gegenteil erlebe, also dass man von sehr diversen Ausgangslagen, wo man sich überhaupt nicht einig ist, zusammenfindet und also zu gemeinsamen Perspektiven kommt und auch so auch einfach eine gute Zeit hat zusammen, auch eine sehr lustige Zeit hat zusammen, obwohl man eben erstmal die Dinge ganz, ganz verschieden sieht. Das ist also momentan seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil von meinem Leben. Insofern bin ich da vielleicht auch privilegiert, weil ich da gut genährt bin. Aber es gibt eben auch viele andere Situationen, wo ich dann mit Blick auf das, was ich eben aus den guten anderen Situationen kenne, wo ich dann vor der Frage stehe, ja, ist das nicht hier auch möglich? Und wo ich aber mittlerweile dann den Schluss ziehe, nein, hier ist das gerade nicht möglich. Also wenn ich es ganz nüchtern sage, ich mache halt Unterschiede. Ne? Also Unterschiede im Sinne von, wo ist es möglich gerade, dass wir uns gemeinsam bewegen und gemeinsam, was weiß ich, befruchten, inspirieren, anregen und halt gemeinsam zu ganz neuen Einsichten kommen. Und wo ist es, geht es auch einfach gar nicht, weil einfach nicht der menschlich gesehen nicht der Raum dafür da ist und vielleicht auch das im Moment gerade zu weit auseinander liegt. Wie man vielleicht hört, leide ich darunter. Also ich empfinde dann immer Schmerz, wenn das gerade nicht geht und finde das sehr schade und hadere dann so ein Stück weit, warum denn andere Menschen so wenig bereit sind, ihre Muster zu hinterfragen. Aber ich kann nur einfach sagen, das ist halt so ein gemeinsames Niveau, das ich finde. Das bestimmt man halt nicht alleine. Man ist ja nicht alleine auf der Welt und bestimmt jetzt das Diskursniveau oder das Reflexionsniveau. Da gibt es eben auch soziale Grenzen. Also wenn der eine sich halt stark hinterfragt und der andere hinterfragt sich gerade gar nicht und man liegt aber dann sehr weit auseinander, wo man jeweils gerade so rumdenkt und wie man Dinge sieht, dann wird halt immer der sich nicht hinterfragt, letztlich den Raum bestimmen. Ja, und das setzt dann halt auch dem eigenen sich hinterfragen irgendwelche Grenzen, weil man ja dann merkt, irgendwie, wir kommen halt da nicht so weiter. Und wenn ich also weiter anfange, mich weiter selbst zu hinterfragen und also dieses Reflexionsniveau zu halten, das für mich selber normal ist, dann mache ich da halt keinen Stich. Und dann ist halt auch ein möglicher Schluss, das halt nicht mehr zu tun. Also, sag ich mal, aufgrund dessen, was einem da so entgegenschlägt, nicht mehr ganz so
selbstbezweiflerisch zu sein, wie man das vielleicht sonst auch gar nicht als so schlimm empfindet. Aber eben wäre man allein auf der Welt, könnte man das weitermachen. Also diese absurde Vorstellung vom menschlichen Einzelwesen. Aber da man das eben nicht ist und weil man ein soziales Wesen ist, ist es eben so, das bestimmen also andere durchaus auch mit, welches Reflexionsniveau gerade überhaupt sinnvoll möglich ist. Ganz menschlich. Ja, wir sind ja eben einfach nicht entkoppelt, wir sind angekoppelt an andere Menschen und es ist eben nicht egal, was die mit sich machen und was da möglich ist. Man ist da eben auch nicht zwingend in einer Machtposition, wo man sagt, also ich gehe mit gutem Beispiel voran oder ich mache das und dann folgen mir andere. Das ist bei sehr vielen Dingen überhaupt nicht so. Ja, dann gibt es halt manchmal auch einfach die Einsicht, dass man das anfängt zu akzeptieren, dass das halt jetzt gerade so ist, wie es ist. Und ja, man kann sich selber aber sehr viel Besseres vorstellen, aber das ist halt einfach gerade nicht möglich. Ja? Und man kann sich dann schöne Geschichten darüber erzählen, dass es eines Tages möglich sein wird oder dass man irgendwann gute Ideen haben wird, wie man das doch anstoßen kann, dass man sich da gemeinsam auf ein anderes Niveau begibt des Miteinanders und des Zusammenlebens. Aber das sind natürlich einfach nur schöne Geschichten, genauso wie sie auch in allen Religionen erzählt werden. Also letztlich Geschichten zum Trost, die man sich selber erzählt, um sich zu trösten, ist aber vielleicht auch nicht das Schlechteste. Also ich finde das nicht ehrenrührig, dass man sich angesichts von Ohnmachtserleben, von Dingen, die einen traurig machen können, die einen wütend machen können, die einen verängstigen können, selber tröstliche Geschichten erzählt. Das ist, halte ich auch ein Stück weit tatsächlich für menschlich. Deswegen tue ich mich, obwohl ich selber, ich würde sagen, relativ unreligiöser Mensch bin, sehr schwer mit Religionsbashing, weil ich halt sehen kann, dass verschiedene Menschen, die auf alle möglichen Weisen religiös oder spirituell oder was auch immer sind, ja, da eine Praxis haben, die ihnen durchaus hilft, mit dem Leben klarzukommen. Also eine klassische Coping-Strategie, die vielleicht ein paar Kollateralschäden hat, die hoffentlich nicht so schlimm sind in Relation zu dem, was sie leisten, aber es ist halt auch wahr, dass diese Geschichten was leisten. Ne? Also eben Trost oder Beruhigung oder Einverständnis oder Akzeptanz oder was auch immer. Das ist halt so, ne? Man lebt im Jetzt und man kann nicht im Dauerhader, im Dauerstress sein mit der Welt. Das ist auch nicht wirklich gesund und da entstehen halt auch selten gute Dinge, wenn man jetzt permanent da in der Entzweiung ist und sagt, ich weiß alles, das kann alles viel besser sein. Das macht einen Menschen ja unglücklich. Und aus unglücklichen Menschen gehen nur seltenst gute Dinge hervor. Ja? Leute, die sich selber unglücklich machen, weil sie halt ständig sich vorstellen, wie viel besser es sein könnte, also die also permanenten Dauerfrust erleben, machen dann oft hohe, unvernünftige Dinge. Das ist zwar menschlich nachvollziehbar, aber erstrebenswert ist es halt nicht. Da ist dann wahrscheinlich Akzeptanz oder auch vielleicht Trauer oder so vielleicht der bessere Weg. Ja? Man kann Dinge nicht ändern und das Normale, was man dann hat, ist halt Ohnmachtserleben, Trauer, irgendwas, weil das halt wichtige Dinge sind und die sind halt nicht egal und man kann sie aber trotzdem nicht ändern und dann ist das halt so, ne? So. Ja, also das ist vielleicht mein allzu abgeranztes, altbackenes, schon etwas, sag ich mal, altersmüde Einschätzung zum Thema irgendwie, kann man andere mitziehen dahin, wo man glaubt, selber zu sein oder gibt es da nicht auch Grenzen? Ich persönlich habe da jetzt so ein Stück weit meinen Frieden mitgemacht, dass ich auch einfach vor vielen sozialen Verhältnissen stehe und sage, ich kann mir was Besseres vorstellen, aber ne, wie es so schön heißt, die Welt ist noch nicht bereit. Das ist für mich mittlerweile weitgehend okay. So, ich wünsche euch trotzdem alles Gute. Ich wünsche euch, dass ihr vielleicht nicht den gleichen Wahnsinn betreibt, den ich betrieben habe. Ich kann es nur eben teilweise empfehlen. Im Großen und Ganzen wünsche ich, wer auch immer dieses Video guckt, euch einfach ein gutes Leben mit anderen, gemeinsam. Ein überwiegend, sag ich mal, freudvolles Leben, mit wo sich die Frustanteile in produktiven Bahnen und produktiven Grenzen bewegen. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam.